Zur 10. Nacht der Technik konnte das Handwerk über 10.000 Gäste begrüßen. Und auch die aktuelle HWK Winterausstellung ist ein Besuchermagnet. Das Ambiente und die ausgestellten Objekte verbreiten vorweihnachtliche Stimmung und laden zum entspannten Stöbern und Schauen ein. Und natürlich zum Kaufen. Zeit sollte man allerdings mitbringen, um alle liebevoll gestalteten Details der Winterausstellung in der Galerie Handwerk der Handwerkskammer Koblenz in Augenschein zu nehmen. Sie sind so unterschiedlich wie auch der Geschmack und Anspruch der Besucher. Kleine, ideenreiche Accessoires und fantastische Malerei und Fotografie, pfiffige Mode und einzigartiger Schmuck zählen dazu, wie auch farbenfrohe Keramik und ausgefallene Skulpturen. Eine Ausstellung, die seit Jahrzehnten mit einer einzigartigen Vielfalt aufwartet und jedes Jahr immer wieder mit neuen Ideen begeistert. Alle Jahre wieder stellen in der Galerie Handwerk 150 Kunsthandwerker, Künstler und Gestalter aus und zeigen hier ihre Produkte. Das sind alle Materialbereiche dabei, da ist Keramik, Holz, Glas, Metall, Papier. Die zeigen Produkte von kleinpreisige, hochpreisige Unikate, die zeigen Kleinserien, alles dabei. Für jedes Herz etwas. Die Winterausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Einzelne Objekte oder ihre Geburtshelfer aus den rund 3000 gezeigten Exponaten hervorzuheben, ist schwer. Unikate und Kleinserien aus Keramik und Glas, Holz und Metall, Seide und Leder, Gold, Silber und Edelsteinen wie auch aus Papier von 150 Kunsthandwerkern, Gestaltern und Künstlern aus ganz Deutschland sind zu sehen. Darunter die Arbeiten von Keramikerin Christine Klaus aus Fallbingert, die erstmals in der Winterausstellung vertreten ist. Was das Besondere, also ihre ganz persönliche Handschrift ist und die Keramikerin aus ihrer Werkstatt unverkennbar macht, beschreibt sie so. Das Markante, würde ich sagen, ist vielleicht die Symbiose zwischen funktionaler Keramik, die man nicht sieht, und Natur. Also ich versuche eigentlich eine Symbiose herzustellen. Ich mache Figuren aus Einzelteilen, die drehe ich an der Scheibe. Und die werden zusammengebaut und das wird keine funktionale Keramik. Es wird aus funktionaler Keramik eigentlich gemacht. Es sind Kuben oder sonst welche Formen und die baue ich zusammen. Ihre Fertigkeiten im Umgang mit dem natürlichen Ausgangsmaterial Ton hat sie im englischen Chesterfield erlernt, wo sie viele Jahre lebte und Keramik studierte. Von frühester Jugend an ist sie fasziniert davon, künstlerische Ideen handwerklich umzusetzen. Dabei ist ihr die Symbiose von Mensch, Tier und Natur wichtig, die sich immer wieder in ihren Arbeiten wiederfindet. So auch in diesem Baum mit Goldlüster, der zwischen Werktisch und Töpferscheibe in filigraner Handarbeit entsteht. Alle Arbeiten werden bei 1240 Grad Celsius im Ofen gebrannt. Doch bevor die fertigen Objekte den Blick des Betrachters erfreuen, wird viel Kraft und Kopfarbeit investiert. Das ist schon manchmal körperlich anstrengend. Also finde ich schon, bei 5-6 Kilo wird es für mich dann schon ein bisschen anstrengend, sowas auf der Scheibe zu drehen. Aber es gibt dann auch Tricks, mit denen man arbeitet. Ich mache einen Ton sehr weich zum Beispiel. Was mir eigentlich am Herzen liegt, ich habe funktionale Keramik ja studiert. Ich sollte das auch. Ich hatte aber im College schon oft Lust, was anderes zu machen, also Figuren zu machen zum Beispiel. Und heute mache ich mehr oder weniger Sachen, die mich also emotional am meisten berühren. Und ich benutze die Fertigkeiten, die ich habe, das ist eigentlich das Scheibendrehen, aber versuche daraus Figuren zu gestalten. Egal, ob das jetzt ein Reh ist oder eine Frauenfigur oder ein Baum zum Beispiel. Klein, aber fein, so lässt sich die Werkstatt in Fallbingert beschreiben. Und man sieht sofort, hier geht es nicht um Serienproduktion, sondern um die persönliche Auseinandersetzung mit Themen, die Christine Klaus wichtig sind und die sie handwerklich in Unikaten umsetzt. Zu sehen auch in der Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz in der Ritzerstraße 24 bis 26, noch bis zum 23. Dezember. Begeisterte Besucher und ein buntes Programm aus Unterhaltung, Wissenschaft, Technik und Handwerk, das zum Mitmachen, Staunen, Erleben und Erfahren einlud. Das war die 10. Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz, die vor wenigen Tagen mehr als 10.000 Besucher begrüßen durfte.
Das 12-Stunden-Programm entführte in die Weiten des Weltalls genauso wie in ganz irdische Vorgänge aus Physik und Technik. Dabei überzeugte die Mischung aus Show, Vorträgen, Experimenten und Informationen. Dort, wo im Alltag Lehrlinge ausgebildet, Gesellen auf die Meisterprüfung vorbereitet werden oder technische Weiterbildung bei der Handwerkskammer stattfindet, faszinierten über 60 Vorträge, mehr als 100 Aussteller und Themeninseln die jungen und alten Gäste. Hochkarätige Referenten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Forschung oder Unterhaltung drückten sich die Klinke in die Hand und sorgten für ein Spitzenprogramm zwischen 13 Uhr und eine Stunde nach Mitternacht. Und auch 2016 wird die Nacht der Technik wieder stattfinden, dann am 5. November. Also Termin vormerken, es ist der erste Samstag im November 2016.